Die Narren sind los. Die Rosenheimer Faschingsgilde hat einen Tag vor dem offiziellen Start das Motto der fünften Jahreszeit bekannt gegeben. Ja, das Motto ist so, man denkt das ganze Jahr noch. Was könnte man für ein Motto, beziehungsweise ein Motto gibt es eigentlich immer, eine Art Showeinlage nennt man das. Aber man möchte ihnen natürlich gerne einen Namen geben. Und da sind wir heuer mal Richtung Asien gewandert, in der Hoffnung, das Richtige getroffen zu haben, dass das unter Umständen bei unseren Ballbesuchern auch gut ankommt. Gespannt waren die geladenen Gäste aus Wirtschaft und Politik in der historischen Weinlände, vor allem auf das Prinzenpaar. Ja, ich bin Josef, ich bin 26 Jahre alt. Mein Name für diesen Fasching ist Josef, der erste tapfere Krieger aus dem Reich der Mitte. Und wir freuen uns sehr auf den Fasching. Ich bin die Julia, bin 29 Jahre alt und bin Julia die erste Prinzessin der heilenden Hände aus dem Land des Lächelns. Und ich komme aus Rosenheim und wir freuen uns schon sehr auf den Fasching. Das frisch gebackene Prinzenpaar weiß ganz genau, wie es sich die kommende Faschingssaison vorstellt. Wir wünschen uns einen Haufen Spaß, und vor allem mit den Leuten in Stadt und Land, dass wir viel kennenlernen, dass die Leute es toll finden, was wir machen. Und dann haben wir eigentlich glücklich. Ganz wichtig, gesund bleiben an die ganze Mannschaft, an uns. Ansonsten kann nichts schief gehen, denke ich.